Moin Leute, willkommen bei Heidebricks. Bevor es mit dem richtigen Video losgeht, habe ich nochmal eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich ja am letzten Vlog gesagt, dass meine Zeit vielleicht etwas begrenzt wird in nächster Zeit. Und bin auch so ein bisschen über das 300-Abo-Special rübergestolpert. Da wollte ich jetzt kein direktes Video zu machen. Aber ich hatte eine kleine Idee. Und zwar, würde ich gerne ein Q&A machen. Und dafür brauche ich ein paar Fragen von euch. Und das wollte ich jetzt diesem Video, was gleich kommt, ein bisschen vorschießen. Da geht es mir nicht eigentlich um das Konvolut. Und dafür brauche ich ja ein bisschen Zeit oder ihr auch ein bisschen Zeit, um mir Fragen zu schicken. Und die könnt ihr gerne an meine Mailadresse schicken, an heide.bricks@gmail.com. Blende ich euch auch ein. Oder einfach unter dieses Video. Genau, gerne auch, wenn ihr nicht wollt. Also ihr könnt die Fragen auch anonym stellen, wenn ihr sie mir per Mail schickt, dann lasse ich den Namen und alles weg. Haut einfach raus, was euch interessiert. Keine Ahnung, meine Schulbildung, Ausbildung, was auch immer. Wenn es um die Familie geht, würde ich das wahrscheinlich eher nicht so richtig beantworten. Das ist dann noch ein bisschen privat. Aber auch da, also zwei Kinder und so, ne? Keine Ahnung, seit X Jahren verheiratet oder so. Wenn euch sowas interessiert, das ist schon okay. Meine Lieblingsspeise. Was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es euch überhaupt interessiert, aber ich dachte, ich hau einfach mal raus. Weil ich dann so ein bisschen, daraus kann ich ein Video machen, da kann ich mir ein bisschen Zeit mitlassen und hau das dann irgendwann mal raus. Genau, das kann man so ein bisschen nebenbei machen. Dann brauche ich nicht groß mit Lego rumhantieren. Wenn ihr Bock habt, lasst mal hören. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ciao, ciao. Moin Leute, willkommen bei Heidebricks. Lass uns doch mal was zusammen zaubern heute. Jo, ich habe mir das Konvolut mal wieder vorgenommen. Das Konvolut Lukas. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, da ist die rote Steinebox. Das ist nämlich die letzte Farbe, die ich noch raussuchen muss für die vier Züge, die ich da in dem, von denen ich die Anleitung hatte. Und da wollte ich euch nochmal ein bisschen mitnehmen. Euch zeigen, was ich schon gefunden habe und wie ich da eben die Sets so raussuche. Das habe ich zwar schon mal ein bisschen gemacht, aber vielleicht sind ja auch ein, zwei neue Leute dabei, die das nochmal interessiert. Und habe jetzt auch beim zweiten großen Konvolut gemerkt, dass ich für mich die beste Möglichkeit rausgefunden habe, das zu machen, indem ich nach Farben sortiere, wo ja viele sagen, das soll man nicht machen. Aber das zeige ich euch gleich, wenn ich euch erkläre, wie ich das mache. Jo, und jetzt gucken wir, dass Majesto hier erstmal die roten Steine aus der Kiste gezaubert kriegt. Jo, ich kipp das mal aus. Und dann gucken wir da mal im PC so ein bisschen. Und hoffen, dass wir dann auch die letzten Teile von den Zügen so finden. Wunderbar. Achso, bevor wir starten. Ich habe ja heute das erste Video hochgeladen. Und da war ein Kommentar bezüglich, was ich denn für das Konvolut gezahlt habe. Das möchte ich euch gerne ganz am Ende dann auch erzählen. Aber erst, wenn ich die anderen Videos gemacht habe. Aber ich würde gerne von euch mal wissen, nach dem, was ihr jetzt gesehen hattet mit den Bildern in dem ersten Video, was denkt ihr denn, was ein guter Preis gewesen wäre? Oder was hättet ihr maximal dafür bezahlt? Das würde mich mal interessieren. Und Auflösung gibt es dann aber natürlich auch noch. Aber da möchte ich die Spannung noch etwas hochhalten. So, jetzt schauen wir mal rein. Genau, jetzt habe ich das mal ausgekippt. Und zwar nehme ich mir im ersten Step, hier war es ja schon ein bisschen vorsortiert, das komplette Lego. Schnapp mir so eine Kisten, die war jetzt zum Glück mal dabei. Ansonsten habe ich hier die von IKEA. Und sortiere mir alles nach Farbe. Ne? Weiß, schwarz, blau, da ist noch ein bisschen mehr weiß, gelb, Transteile und grün ist immer noch so eine Farbe. Und Rot. Das funktioniert natürlich nur mit alten Lego, weil das jetzt eigentlich so die Hauptfarben sind. Viel mehr gab es damals nicht. Da war halt nicht groß mit Lila, Tannen gab es immer nur so ein ganz bisschen. Genau. Achso, Grau natürlich noch, ne? Grau haben wir da. Ja, eine Minifigur suche ich mir raus und dann nehme ich mir immer schon eine so eine Box, wenn ich so sage, das sind so Special-Teile. Und so kann man auch ohne Anleitung ganz gut rausfinden, welche Sets man hat. Und dazu springe ich jetzt, glaube ich, mal kurz auf den Monitor. Genau, und jetzt haben wir nämlich hier Brick Store offen. Und man nimmt sich dann im Prinzip einfach die Setnummer. Man geht hier oben auf den grünen Stein,
gebe dann die Setnummer ein. Dafür muss man auch gar keinen Bricklink oder irgendwas haben. Das Ganze kann man einfach so machen. Online muss halt sein, ne? So, dann haben wir hier den Cargo Crane. Davon habe ich das Set zweimal. Dann nehme ich mir den hier in die Liste rein. Und hier oben auf dem Button kann man das Set dann zerlegen. Das machen wir dann jetzt auch. Die extra Teile nehmen wir raus, weil die brauchen wir ja jetzt nicht, um das Set komplett zu machen. Und dann zerteilt er einem das Set hier in alle Einzelteile, die in dem Set enthalten sind. Genau, hier sieht man dann, ne, die schwarze 1x2 Plate. Davon sind 6 Stück in dem Set. So, dann kann man das hier wunderbar schön nach Farbe sortieren. Und dann ist jetzt nämlich der Vorteil, also wie gesagt, es geht eigentlich nur mit dem alten Lego. Weil wenn man jetzt in einem Set 40 Farben hat, müsste man sich ja 40 Eimer machen. Oder, also genau, 40 Kisten machen, um die 40 Farben zu haben. Jetzt sind natürlich gewisse Farben auch nicht so oft vertreten, aber also so fahre ich hier ganz gut. Ich habe hier unten einen großen Tisch, da kann ich das schön ausbreiten und dann finde ich eigentlich relativ schnell auch alles. Genau, und dann nehme ich mir die erste Farbe und gehe von oben nach unten durch und suche mir die Teile raus und wenn ich sie gefunden habe, lösche ich sie einfach raus. Ich sage so, die drei Teile habe ich jetzt, zack, lösche ich mir raus. Die haben wir auch gefunden. Und hier bei dem Bracket habe ich nur einen gefunden. Dann setze ich mir hier quasi nur einen raus, also lösche eine Position raus und mache dann weiter. So. Und das mache ich dann im Prinzip mit allen Farben. Gehe dann komplett durch, bis ich alles rausgesammelt habe. Und dann bleibt ja ein kleiner Teil über. Ich kann jetzt ja hier einfach mal in die 4565 gehen. Das sind jetzt zum Beispiel die Teile, die ich nicht gefunden habe. Klar, das Band ist immer so ein Thema. Da muss ich mal gucken, ob ich da einfach ganz normalen Faden nehmen kann. Oder ich bestelle mir die Teile halt nach. Muss ich mal gucken. Genau, und diese Teile, die besorge ich mir jetzt hier noch. Ich will das Set auf jeden Fall komplett haben. Hier in dem Fall seht ihr auch hier, da ist ein Remark gesetzt. Die Steine habe ich bei mir im Shop. Das heißt, die kann ich mir dann natürlich auch rausnehmen. Wie man das macht, kann ich euch noch ein anderes Mal zeigen. Wobei, kann ich euch eigentlich auch jetzt zeigen. Dafür braucht ihr natürlich einen Bricklink-Shop. ladet euch eure Inventarliste runter. Und dann kann man, wenn man jetzt hier in dieser Liste wieder ist, also ne, 4565, auf Bearbeiten gehen und dann Werte aus anderen Dokumenten kopieren. Und dann sucht man sich den Shop-Bestand aus. In der weiteren Einstellung braucht man aber nichts machen. Und dann zeigt er dir an, welche Teile du hast. Genau. So, und jetzt habe ich halt hier die roten. Das muss ich jetzt noch durchgehen. Hier von den weißen fehlte mir auch ein bisschen was. Das gelbe fehlte mir hier. Die beiden habe ich zwar gefunden, waren aber sehr vergilbt. Da wollte ich dann nochmal gucken, ob ich die vielleicht nochmal neu bekomme. Ich weiß gar nicht genau, wo die in dem Set sitzen. Aber wenn die sichtbar sind, würde ich das, glaube ich, nochmal austauschen. Genau, und so geht man Set für Set durch. Und dann habe ich mir hier schon meine Wanted-List-Züge gemacht. Das sind quasi die Teile aus allen vier Sets, die mir fehlen, die ich jetzt nicht gefunden habe. Rot ist hier noch nicht drin, weil das habe ich noch nicht gemacht. Und da zeige ich euch dann nachher nochmal, wie man dann bei Bricklink da quasi die Sachen bestellen kann. Jo. Dann würde ich sagen, suche ich erstmal raus und dann melde ich mich gleich nochmal. Leute, alle Teile sind rausgesucht und ich habe auch alles Rote noch gefunden. Also von diesen vier Sets sind das jetzt quasi hier die Teile, die ich mir noch besorgen muss. Das ist ja relativ überschaubar. Das hat sich, denke ich mal, auf jeden Fall gelohnt. Genau, Lars hatte schon in dem Video, was ich heute hochgeladen habe, wo ich das Konvolut vorgestellt habe, gefragt, wie lange ich denn dafür so brauche. Also ich war jetzt an den vier Sets, das waren jetzt so 3 Abende und heute, ja, vielleicht so zwischen 7 und 9 Stunden, würde ich sagen. Allerdings habe ich am Anfang ja die ersten 3 Kisten komplett farblich sortiert. Das war natürlich der meiste Aufwand und jetzt wird es immer einfacher. Umso mehr Steine rausgehen, umso schneller findet man die. Ja, jetzt würde ich das mal kurz zusammenpacken, würde mir dann nochmal die Anleitung rausholen von den Sets, die ich auf jeden Fall jetzt noch raussuchen will. Und dann schließe ich das hier für heute. Dann geht es heute noch ein bisschen gemütlich auf die Couch. Und das wollte ich euch noch zeigen hier. Hatte ich ja in den weißen auch schon gefunden.
Das sind hier die Ur-Lego-Steine. Ich muss noch mal rausfinden, von wann bis wann die sind. Da gibt es ein richtig cooles animiertes Video von bei YouTube. Wenn ich dran denke, verlinke ich das nochmal. Also so wurde früher Lego gespielt. Das wurde dann da drauf gesetzt. Und dann ist gut. Da war nichts mit zusammenhalten. Also nicht so richtig zumindest. Ja, das war das erste Problem, was Lego gelöst hat. Und zwar haben sie dann ihr bekanntes System entwickelt und diese Säulen da reingemacht. Und dadurch halten dann die Steine aneinander. So. Guckt euch das Video mal an. Da geht es um den Erfinder und so einen ganzen Kram. Dann hole ich nochmal die anderen Anleitungen eben. Hier nochmal die Anleitung. Ein paar hattet ihr davon ja auf jeden Fall auch schon gesehen. Also den werde ich auf jeden Fall raussuchen. Da muss ich aber gucken, ob der Motor läuft. Das ist nämlich der klemmt, der dazugehört. Der sitzt da drin. Das wird aber alles noch ein bisschen dauern. Genauso wie den werde ich auf jeden Fall auch versuchen rauszuholen. Da sind auch zwei Motoren drin und auch ganz viele Gummibänder. Keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Gucke ich dann mal, sind nicht so viele Teile. Wäre aber auf jeden Fall ganz witzig, das nochmal auszuprobieren. Genau, dann hier den Hafen. Das Schiff ist ja, da liegt da unten auch. Das hier ist, glaube ich, Brickbuild, genau. Weil das ist das einzige große Schiff, was ich habe. Da sind noch zwei andere Sets mit Formteilen, aber da sind keine Schiffe für da. Jo, Model Team auf jeden Fall. Diese Polizeistation auch. Das ist auch wieder Brickbuild hier. Dann hier so eine Tuning-Werkstatt. Da habe ich noch was mit vor. Die werde ich auch versuchen rauszukriegen. Klar, das große Model Team. Hier diese Flugzeugshow mit dem Truck. Die sind alle zusammengebaut, liegen da hinten irgendwo. Das wird, glaube ich, relativ schnell gehen. Das werde ich dann auch mal rausholen. Den Flughafen finde ich ganz nett. Würde ich versuchen. Ja, hier Ice Planet muss ich mir nochmal überlegen. Hatten wir jetzt ja schon die beiden aus Kindheitserinnerung. Und habe ich oben mir auch noch verstehen. Ja, diese kleine Eisdiele finde ich ganz witzig. Die hätte ich auch gerne. Piraten. Jo, und das wär's dann. Und den ganzen Kram, da werde ich, glaube ich, lassen. Ist noch viele kleine Sets, aber da haben wir ja auch schon viele, die zusammengesucht sind. Muss ich dann nochmal schauen. Jo, dann würde ich sagen, ist es das für heute erstmal. Es wird auf jeden Fall noch ein, zwei Videos zu dem Konvolut geben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer ihr das guckt. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Ciao, ciao.